guten Abend, liebes Internet. Ich habe die Freude, euch heute wieder mal ein Themendeck vorzustellen, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, nämlich dieses monorote Themendeck aus der Reihe Champions of Kamigawa. Das Deck heißt Spirit Bane und ist aus dem Jahr 2004. Das heißt jetzt August 2020, 16 Jahre alt. Und damit durchaus schon so alt wie viele, viele Spieler, die aktuell im Augenblick spielen oder angefangen haben zu spielen. Bei Spirit Bane geht es um Folgendes. There was a time where the Yamabushi used their magic to revere the Kami. Now they are among the spirit world's most formidable foes. The power of these mountain shamans and their direct damage spells will ruin your enemies' best laid plans. Also, Hintergrundgeschichte von Kamigawa ist ja der Konflikt zwischen der Geisterwelt und der Nicht-Geisterwelt. Und wir sehen hier die Bergschamanen, die in einem monoroten Direct Damage Deck versuchen, den Gegner ziemlich schnell niederzuprotzeln. Kamigawa war ein Set, das sehr stark asiatisch, insbesondere japanisch, angehaucht war und kam in einer Zeit raus, das habe ich schon mal erzählt, wie auch andere Spielhersteller, insbesondere auch jetzt, das ist mein anderes favorisiertes Spiel, Ultima Online, Japan als Platz für Rollenspiele entdeckt hat, mit seiner reichen, wunderschönen Spiritualität, mit seiner tollen Landschaft, mit seinen Ninja und seinen Samurai, mit Bushido und Ninjitsu oder Ninjitsu und mit der Kampfkunst und mit allem, was da dran hängt, mit all den Sagenfiguren, die man hier und auch in anderen Spielen kennengelernt hat, darunter auch die Kami und die Oni, viele andere tolle, mystische, fantastische Figuren. Es wurde zwiespältig aufgenommen, insbesondere in der US-amerikanischen Spielerschaft, aber auch andernorts. Leute, die kein Fable für diese Welt hatten, die dachten sich, muss das sein. Andere haben gesagt, jawohl, wunderbar, herrlich, endlich gibt es mal was, was so ein bisschen die europäische Fantasy, Optik und Kunst ergänzt oder vielleicht auch mal vorübergehend ablöst und neue Spielerkreise catert und unterstützt. Insgesamt ist aber die Kritik an Kamigawa nicht hauptsächlich deswegen so stark gewesen, weil es gut eingepackt ist. Ja. Weil es so ungewöhnliche künstlerische und stilistische Wege gegangen ist, sondern weil es wahrgenommen wurde als ein mittelmäßiges, ja vielleicht sogar auch schwaches Set, aber das trifft, wie gesagt, wieder mal nur für einen Teil der Spielerschaft zu, wie alles, was man hier so an Kritik über bestimmte Sets äußert, nur für einen Teil der Spielerschaft zutrifft. Ich kenne wiederum eine ganze Menge alter Spieler, die gerade Kamigawa toll fanden, die gerade die Mechaniken hier toll fanden, die gerade die Idee, die Originalität, die Kunst toll fanden. Und deswegen ist es immer wertvoll und schön, wenn man sich damit auseinandersetzt, was da Tolles gemacht wurde, was da an Ideen drin steckte. Ich gucke mir erstmal mit euch hier dieses Fallzettelchen an und danach gehen wir dann ins Deck hinein. Die Zettel sind für jedes Deck identisch. Große Poster, die wir hier finden, die alle Informationen enthalten, die man so braucht. Man sieht hier die Spirit World Mechanics, die Spirits, die bedrohen Kamigawa. Das haben wir schon gesehen mit ihrer schrecklichen uralten Magie namens Arcane. Der Arcane, diese Instants und Sorcery Spells, die haben diesen Subtyp und dieser Subtyp hat bestimmte Fähigkeiten und wir sehen entsprechend auch die Mechanik Splice onto Arcane. Kamigawa Spirits have mastered the arts of combining spells to devastating effect. Some Instants and Sorcery Cards have Splice onto Arcane Ability. Du kriegst sozusagen stärkere, mächtigere Sprüche, wenn du diesen Effekt auslöst. Hier sieht man, unter welchen Bedingungen man die Karte jeweils in Anführungszeichen splicen kann und wie das Ganze dann funktioniert, um den Effekt stärker zu machen. Und das sehen wir dann gleich hier, wenn wir die Karte in der Hand haben. Und dann haben wir Soul Shift. Wenn Geister in Kamigawa sterben, werden sie in neuer Form wiedergeboren. Wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, mit der Soul Shift Ability in den Friedhof landet, kannst du eine andere, weniger teure Spirit Creature Card aus deinem Friedhof auf die Hand nehmen. Jo, hier ist unsere Decklist. Wir haben 24 Mountains, das ist ein bisschen schade, dass man keine Sonderlinie hat, aber unter uns ist es ein monorotes Deck. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass es tatsächlich 24 sind, denn bei einer flachen Mana-Kurve mit
einem hohen direkten Schadenspotenzial reicht oft auch ein bisschen weniger Mana, damit man mehr gute Sprüche auf der Hand hat, weil man ist ja bei Rot schnell ohne Karten auf der Hand. The Legend Rule gets a facelift. Genau, die wurde verändert, die Legendenregel. Der Kreaturentyp Legende existiert nicht mehr. Jede Karte, die als Legendenkreatur gedruckt wurde, auch vorher schon gedruckt wurde, gilt ab jetzt als legendär und ist damit ein Untertyp wie Basic. Das bedeutet, wenn du einen Kreaturentyp wählen musst für einen bestimmten Effekt, kannst du nicht Legende nehmen. So ist es. Und die zweite Änderung bezieht sich auf die Legendenregel. Wenn mehrere legendäre Permanents mit demselben Namen im Spiel sind, werden alle von ihnen in den Friedhof gelegt. Es spielt keine Rolle mehr, welche davon zuerst rauskam. Ja, das war nämlich tatsächlich ein Problem damals. Dann haben wir eine neue Art von Held. Das habe ich auch schon mal gesehen in einem anderen Deck. Du kannst quasi eine Figur, eine Person aufsteigen lassen, an die Heldenleiter aufsteigen lassen. Manche sind für Großartigkeit und Heldentum vorprädestiniert und du kannst sie von einer normalen zu einer legendären Figur werden lassen, indem sie ihre Aufgaben erledigt. Also wie Herkules beispielsweise oder andere Helden auf eine Heldenreise gehen. Parsival und andere. Und wenn sie die Heldenreise erfolgreich meistern und ihre Aufgaben erledigen, werden sie zu Helden. Das ist die typische, ja, das typische Narrativ auch von großen Sagen, in denen die Helden erst Prüfungen bestehen müssen, bis sie zum Helden wären. So ist es. Und es gibt entsprechend die Flipcards und der Held muss erst eine bestimmte Fähigkeit, eine bestimmte Aufgabe erledigen, ein bestimmtes Problem lösen, bis er dann Held werden kann. Und wir haben natürlich noch Bushido, alle Samurai im Kamigawa-Set haben die Fähigkeit Bushido genannt. Das heißt Weg des Krieges auf übersetzt und manche Samurai sind sogar stärker in der Schlacht als andere. Und für eine Figur mit Bushido 1 bekommt man +1/+1 bis zum Ende des Zuges, wenn sie blockt oder geblockt wird. Aber eine Kreatur mit Bushido 5 bekommt +5/+5. So ist es prima. Wie soll man das Deck spielen? Die Yamabushi sind Bergschamanen, die sehr geschult sind darin, zerstörerische Magie für den Kampf gegen die Spirit World einzusetzen. Und das Deck Spirit Bane beweist das. Ein Drittel der Kreaturen und Sprüche können direkt Schaden austeilen. Man sollte kein Problem damit haben, den Gegner platt zu machen. Schön. Naja. Wir gucken es im Detail an, wenn wir die Karten anschauen. Dann haben wir hier noch ein Kamigawa Glossary. Das finde ich ja geil. Aki, Little Monster. Bushido Daimo, das ist ein Feudalherr, genau, Daisho Honden, innerer Teil eines Schreims, Kabuto ist der Helm, genau, so ist es. Viele der Begriffe sind auch in der Erweiterung, Tokuno-Erweiterung von Ultima Online, spielen eine wichtige Rolle. Nodashi, genau. Oni habe ich schon erwähnt, ja, das ist japanische Mythologie und japanisches Kriegswesen. Jetzt kriegen wir hier erklärt, was auf Kamigawa los war, lange bevor Mirrodin existierte. Auf der anderen Seite des Multiversums gab es Kamigawa. Ein Play mitten in einem schrecklichen Krieg. Und da kriegen wir das jetzt erklärt mit den Auseinandersetzungen, ne? Zwischen den Geist der Welt und dem Rest. Ihr könnt das hier kurz pausieren und dann seht ihr den Text und die komplette Hintergrundgeschichte. As the Kamiwa raged on, champions emerged on both sides from great Kami who brought the material world into its knees, to samurai whose blades cut down countless spirit horrors. This is their story. Ja, genau. Und hier ist Kumanos Path of Fire. Das ist die Hintergrundgeschichte der Bergschamanen. Könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr Pause macht. Und das ist wirklich alles sehr reichhaltig, auch mit Geschichte versehen. Wunderbar, viel, viel, viel intensiver, als das heute zum Teil noch gemacht wird. Gefällt mir sehr gut. Dann wollen wir uns mal das Deck anschauen. Wir bekommen, oh, wow. Oh, dafür hat es sich ja wieder gelohnt. Hier, wir bekommen einen wunderschönen japanischen Foilwall. Schaut euch das an mit diesem wunderschönen Rob Alexander natürlich. Klasse. Wunderschönen, ja, so, ich glaube, das ist eine Kiefer. Wunderschönen Kiefernbaum. So ein bisschen verwachsen ist, so ein bisschen auch wie so ein Bonsai aussieht. Da hinten sieht man irgendwelche Ruinen, eine Brücke, ein Tempel. Hier ein Baumstumpf, alles Moos überwachsen. Hier vorne ein kleiner Fluss, der da lang fließt. Hier sehen wir so einen kleinen Schrein oder sowas. Vogeltränke oder so ein Licht, ein Lämpchen.
Wunderschön. Lampion. Kann es nicht genau sagen, aber es ist toll. Ah, das ist ja ein toller Wald. Also das ist ja ein ganz, ganz toller Wald. Das ist schon ganz viel Flair. Wenn man asiatisches Flair mag, eine tolle Karte. Super. Legen wir zur Seite, freuen wir uns drüber. Passt nicht ganz in das Deck, aber darüber beschwert sich keiner. Wir haben Mountains. Die Kamigawa Mountains sind schön. Kann man nicht anders sagen. John Avon zeichnet verantwortlich dafür und sie sind wirklich toll. John Avon kann es. Er konnte es immer. Der Mann hat es drauf. Das ist ein Maler, Zeichner mystischer Landschaften, wie man sich es besser nicht vorstellen kann. Die Mountains sind alle gleich, deswegen brauche ich sie jetzt nicht so ausführlich anzuschauen. Aber woran ich mich erinnere, ist, dass die Kunst der Karten zum Teil doch für meine Begriffswelt, für meine Vorstellungswelt ein bisschen, naja, fragwürdig war. Manche Karten waren sehr schön, manche Karten fand ich nicht so toll. Es gibt Leute, die finden gerade Kamigawa wunderbar. Das ist halt Geschmackssache. Gucken wir uns mal an. Die Aki Avalanches, ein Mana 1-1, Goblin Warriors. Kannst du Land opfern, dann kriegen sie +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Die sind viermal drin. Der Aki Rock Speaker. Zweimal drin, dreimal drin. Für zwei Mana 1-1, wenn der ins Spiel kommt, kannst du ein rotes Mana zu der Mana Pool hinzufügen. Gar nicht schlecht. Witzig. Battle Mad Ronin für 2 Mana 1-1 mit Bushiro 2. Das heißt, wenn er blockt oder geblockt wird, bekommt er +2/+2 bis zum Ende des Zuges und er muss in jedem Zug angreifen, wenn er kann. Brothers Yamazaki. Gibt es einen tollen Whisky-Hersteller, der so heißt. Guck mal, und die Karte, das ist ja cool. Die Karte hier teilt sich auf in zwei verschiedene Artworks. Sowas haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, sowas hatte man durchaus noch in Alliances und in Homelands und natürlich auch in anderen Sets, früheren alten Sets, aber das sehe ich jetzt zum ersten Mal wieder seit einer geraumen Zeit. Drei Mana 2-1 beide mit Bushido 1 und wenn genau zwei Permanents mit dem Namen Brothers Yamazaki im Spiel sind, gilt die Legendenregel nicht für sie. Jede andere Kreatur namens Brothers Yamazaki bekommt +2/+2 und hat Eile. Hübsche Idee. Ja, es ist sehr geschmackvoll gemacht. Sehr viele hübsche Ideen drin. Ronin Houndmaster für drei Mana. Dreimal drin mit 2-2, Eile Bushido 1. Jo. Aber nicht schlecht. Aki Coalfinger, zweimal drin. Drei Mana 2-2 mit Erstschlag kannst du tappen. Eine angreifende Kreatur bekommt Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Frostwielder ist dreimal drin. Das Deck ist sehr schön bisher. Das ist auch von der Optik her. Ist jetzt nicht genau mein Geschmack, aber ist doch wesentlich schöner als die anderen Kamigawa-Decks, die ich gesehen habe. Und jetzt kommt noch die super, die Karte sehe ich gleich. Frostwielder für 4 Mana 1-2. Kannst du tappen wie ein Timmy, gibt es einen Schadenspunkt auf Kreatur oder Spieler. Und wenn eine Kreatur Schaden vom Frostwielder bekommen hat in diesem Zug und Friedhof kommt, wird stattdessen 6 hier geschickt. Okay. Kumano Pupils für 5 Mana 3-3. Wenn eine Kreatur Schaden bekommen hat von Kumanos Pupils in diesem Zug, werden sie stattdessen ins Exil geschickt. Anstatt in den Friedhof gelegt. Und jetzt haben wir hier die erste Rare, eine wunderschöne Karte. Kumano Master Yamabushi, das ist der Chef. Die legendäre Häuptlingskreatur der Yamabushi. Bergschamanen, der sieht einfach nur super cool aus. Tolle Zeichnung von Adam Rex. Super Typ. Für 5 Mana 4-4. 2 Tappen. Kumano Master Yamabushi deals 1 Damage to Target Creature or Player. Wenn eine Kreatur Schaden von ihm bekommen hätte und in den Friedhof gelegt werden würde, ist stattdessen aus dem Spiel entfernt. Genau. Schöne Karte. Crushing Pain. Zweimal drin. Für 2 Mana Instant. Crushing Pain deals 6 Damage to Target Creature that was dealt damage this turn. Na witzig, na klar. Also funktioniert ganz einfach. Du hast so eine Kreatur draußen, irgendeine von denen, die das kann. Tappst, gibt es einen Schadenspunkt auf die gegnerische Kreatur. Dann brauchst du nur noch 2 Mana, wenn es eine große Kreatur ist, um sie zu zerstören. Ja? Mit 6 Schadenspunkten sollte für die meisten Kreaturen reichen. Und wenn das passiert, geht sie stattdessen ins Exil. Ja, hat sich jemand was beigedacht. Gefällt mir. Dann haben wir ein Instant. Sideswipe. Von Ron Spear ist auch sehr schön. Für 2 Mana, you may change any targets of target arcane spell. Also kannst du das Ziel deines Spruchs verändern. Hast dann hier 3
oder auch der Spruch deines Gegners, hast hier dreimal Yamabushi's Flame für 3 Mana. Instant Yamabushi's Flame deals 3 Damage to Target Creature or Player. Evocate und so weiter. Aus dem Spiel raus. Das hat schon eine gewisse Synergie. Dann haben wir den Hanabi Blast. Zweimal drin für 3 Mana. Instant 2 Schadenspunkte auf Kreatur oder Spieler. Nimmst Hanabi Blast auf die Hand zurück und wirfst dann eine Karte zufällig ab. Damit hast du quasi immer wieder die Möglichkeit, den Schaden neu auszuteilen. Ankommen. Dann haben wir Blind with Anger, also blind vor Zorn, für 4 Mana. Instant Arcane, untap target non-legendary creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn. Okay, Klassiker. Gibt es heute billiger und ein bisschen effektiver. Okay, und dann haben wir Nodashi für 2 Mana, 2 Mal drin. Die ausgerüstete Kreatur hat plus 2 und Erschlag. Finde ich ganz gut. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und die letzte Karte, die Rare, zweite Rare in diesem Deck von Thomas Glorello. Kusarigama für 3 Mana, Artefakt, Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hat Tappe 2. Diese Kreatur bekommt plus 1 bis zum Ende des Zugs. Und wenn die ausgerüstete Kreatur Schaden auf eine blockende Kreatur austeilt, teilt Kusarigama diese Menge Schaden jeder anderen Kreatur zu, die der verteidigende Spieler kontrolliert. Wow, das ist auch nicht schlecht. Prima. Ja, muss ich mal spielen, um es richtig beurteilen zu können. Ich sehe hier schon einiges an Direktschadenspotenzial. Du kannst Kreaturen tappen, um Schaden auszuteilen. Du kannst Kreaturen vorne aufpuppen. Du kannst Kreaturen übernehmen. Du kannst genau durch diese Bushido-Fähigkeit eigene Kreaturen im Blocken viel stärker machen und damit den Gegner daran hindern zu blocken oder seine Kreaturen verlieren. Du hast Eile. Du hast Direktschaden, hier wie diese Timmys arbeiten. Ja, finde ich witzig. Und dann ist viel dieser Effekt, dass du die Kreatur, die Schaden bekommen hat, aus dem Friedhof entfernst. Auch das ist sehr speziell hier. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel Spaß macht. Ich glaube, das ist so ein Deck, das werde ich jetzt tatsächlich mal zusammenlassen und mal ausprobieren. Und besonders, wie gesagt, heute, das ist mein Highlight des Tages. Superschönes Land. Wunderbar. Ja, prima. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und freue mich drauf, wenn ich euch wiedersehe bei meinem nächsten Unboxing-Video. Bis dann. Tschüss.